Hallo Leute, es geht weiter mit Dark Parables 4, der Orden der Rotkäppchen. Ja, wir haben, glaube ich, zuletzt diesen Rotkäppchenschlüssel ergattert und so weiter. Ich muss mal schauen, was es hier eigentlich noch so zu tun gibt. Ich glaube, ich habe noch nicht alles gefunden, bin mir aber nicht sicher. Gibt es hier denn was, was man machen kann? Oder ist es einfach nur eine Feststellung? Ich weiß es nicht. Sonst benutze ich einfach mal die Karte. Da steht aber nichts mit Aufgabe. Ich höre hier wieder das Raunen. War das vorher auch schon da? Eine astrologische Vorrichtung. Ich glaube, da passt auch nichts hin von den Sachen, die ich habe. Kann ich hier mit dem Reißzahn was machen? Kann ja auch sein, da hier mit dem Skorpion vielleicht. Oder man muss halt auch immer wieder echt ein bisschen zurücklaufen. Aber weiter als hier geht ja gar nicht. Von daher war hier noch was. Mit dieser Steintafel. Vielleicht kann ich hier. Nee. Dann gehe ich nochmal zurück und da hinten lang. Komisch, dass diese Kugeln hier nicht reinpassen. Würden da ja gut reinpassen. Geht aber auch nicht. Hier auch nicht. War da. Oh! Hier hinten steht sie. Alles klar. Okay, sie hat da was organisiert. Kein Wunder, dass ich da vorne nicht weiterkomme. Gut. Die Markierungen auf den Scheiben sahen wie kleine Schuhabdrücke aus. Was sagt sie? This is the entrance to our secret hideout. Mehr nicht? Na dann. Wimmeln wir mal erstmal. Ich habe eigentlich. Suche eigentlich dieses rote Medaillon. Da ist es. Dann was das da. Und was. Nee, das habe ich gesucht. Genau, dieses grüne. Diese Scheibe. Das war das. Dann diesen Zapfen hier. Nee, doch, der ist es. Das hier unten, ist es das? Nee, das war das. Okay. Das da. Na, dieser Kopf. Da ist er. Von diesem Adler. Nee, das war für die Füße. Oder? Ach, ist auch egal. Wir haben auf jeden Fall einen bronzenen Adler jetzt. Hier ruht eine wunderschöne blühende Mondblume. Na dann. Was kann ich denn jetzt hier tun? Muss man jetzt hier den Wolf reinpacken? Ach so, man muss klar die Rotkäppchenfigur und den Wolf reinpacken, damit das Märchen passt. Und das ist die Großmutter, die schläft. Und hier brauche ich jetzt den Schlüssel. Und mit Chamäleon-Objekten bin ich irgendwie überfragt, dieses Mal. Wenn ich mal wüsste, was ich hier eigentlich immer suche. Gibt's bestimmt, aber irgendwie. Und wenn, dann müssen die eigentlich an den Seiten sein. Naja. At the top of this hollow tree is our hideout. The Sisterhood has been training here for generations, protecting the forest from evils such as the Mistwolves. I've been scouting the forest the last few days. It is wonderful to finally come back home. Oh no! Our hideout has been attacked! I'll go look in the observatory. Detective, search our hideout for clues. Das ist natürlich blöd. Kommt sie hier nach Hause und wurde hier auch alles angegriffen. Auf dem Schild steht Isabella, das erste Rotkäppchen. Aha. Das ist das Emblem. Das war doch so ein Stück. Was weiß ich? Okay, na egal. Zu was? So. Das ist das Emblem des Ordens der Rotkäppchen. Dort steht zu erziehen, zu beschützen, zu ehren. Was es da zu tun gibt, weiß ich nicht.
Das kann man hier machen. An der Vorderseite dieses Holzschränkchens ist ein leerer, kreisrunder Steckplatz. Das habe ich auch noch nicht. Ganz gleich, wer dies getan hat. Dem Versteck wurde beachtlicher Schaden zugefügt. Hier hängt eine wunderschöne Gravierung eines Rotkäppchens. Ich finde das toll. Ich finde das jetzt schon richtig schön gemacht. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Gehen wir mal nach rechts. Was haben wir hier? Ein Wimmelbild. Okay. Der Kopf halt. Das da. Sowas längliches. Eigentlich wollte ich das drunter, aber okay. Das da, genau. Ein Zahn. Der pinke Stein. Wo ist der? Da unten. Das da. Und noch so ein Oberteil hier. Ach so, und dann fehlt mir noch was. Dieses helle Zapfenteil. Wo ist das denn jetzt da? Kopf der Jägerstatue. Aha. An diesem Gebilde fehlt die Glocke. Hier strömt viel Wasser über den Felsvorsprung. Da ist bestimmt ein Versteck oder ein Eingang hinter oder so. Was haben wir denn hier Cooles? Der nachgebildete Nebelwolf hält etwas fest in seinem Maul eingeklammt. Für diesen Mechanismus wird eine Art Hebel benötigt. Ich habe aber erst zwei von diesen Figuren. Der nachgebildete Nebelwolf. Also es sind immer so Figuren, die man irgendwie hier sucht. So. Aber gerade eben hatte ich auch noch so was anderes irgendwie eingesammelt. Ich weiß nicht, ob das Chamäleon-Objekte sind. Hier ist eine formschöne Fassung angebracht. In ihrer Mitte befindet sich eine Adlerabbildung. Kommt der hier rein? Fehlen mir nur noch die Flügel. Die Statue wurde beim Angriff beschädigt. Es scheint, als ob ein Teil des Körpers fehlt. Der Stein zeigt an, dass dies die Statue eines Jägers ist. Es ist der Mann, der Isabella rettete und sie zum ersten Rotkäppchen ausbildete. Aha. Ich finde das eigentlich voll witzig, so mit dem Orden und so. Hallo? Mein Spiel stockt. Gehst du bitte einfach weiter? Dankeschön. Erdkugel. Was haben wir jetzt noch? Warum stockt mein Spiel gerade? Da sind die Flügel von dem Adler, da ist noch ein Rotkäppchen. Dieses Porträt von Isabellas Großmutter spiegelt ihre warme, fürsorgliche Persönlichkeit wider. Sie wurde bei einem Wolfsangriff getötet. Das Gebäude scheint ein Treffpunkt für die Rotkäppchen zu sein. Gut, dann bringen wir da mal die Adlerflügel an. Und es wäre toll, wenn mein Spiel nicht so stockern würde. So. Hier ist ein Rätsel oder so. Ordne jede Waffe der richtigen Person zu. Davor muss ich das bestimmt drehen. Ja, aber die hat doch ein... Bogen? Ach so, das soll so stimmen. Also diese zwei Zackendinger, die gehören dahin, aber ich muss ja die drehen. Und so funktioniert das ja nicht. Genau, der Pfeil muss nämlich hier runter. Und wo gehört das Schild hin? Bestimmt nach unten. Und der Bogen müsste ja auch nochmal runter. Hier gehört der Bogen hin. Ach, und der Pfeil ist unten richtig? Oder what? Passt. Sehr gut. Theresa, Eldra, Ruth, Jessica, Rose. Finde zwei übereinstimmende Bilder jedes Rotkäppchens. Also Memory. Finde ich schön.
Das waren nicht dieselben, ne? Das sind aber sehr schöne Bilder. Hübsche Rotkäppchen-Mädchen. Die hatten wir jetzt aber schon. Wo war die hier? Die suche ich jetzt mal. Und die war da? Da? Nee. Oh, die sehen sich so ähnlich. Ja, endlich. Wenigstens mal eingefunden. Oh, die sehen sich so ähnlich. Die waren nebeneinander. Die war irgendwo hier. Die Blonde, war die da? Ja. Die war... War das die? Nee. Die war das auch nicht. Ich komme hier echt durcheinander. Ich habe die jetzt schon mehrmals gehabt, aber... Ist mir auch klar, aber ich bin trotzdem zu doof gerade. Das ist braunhaarig, das ist auch braunhaarig. Muss ich das echt anders hier merken? Also ich bleibe jetzt mal bei der hier. Und ignoriere mal die anderen. Ist das nicht die? Jawohl. Theresa, Rose. Gut. Jetzt mache ich mal die Blonde. Die muss doch auch hier irgendwo rumschwirren. So. Wo ist die jetzt? Na also, geht doch. Sahen sich teilweise echt ähnlich. Da haben wir den Körper. Da haben wir das. Und die Scheibe. Das Brett bildet die Rangliste der Schwestern ab. Die Spitzenpläne werden von zwei Rivalen gehalten, Theresa und Eldra. Den Waffen und den Auslagen nach zu urteilen, muss dies der Übungsraum sein. Wo sind die nachgebildeten Reißzähne des Nebelwolfs? Hier. Einen habe ich schon mal. Alle Fenster wurden durch Angriffe zerstört. Was ist passiert? Ich benötige den richtigen Schlüssel, um diesen Schrank zu öffnen. Den habe ich aber nicht. Aber da lag was, glaube ich. Nee, da gehört noch... In der Wandvorrichtung fehlt ein Stück in der Form eines Palastes. Nee, ich wollte jetzt eigentlich noch mal... Das kann ich doch bestimmt mitnehmen. Hebel. Ja, das brauche ich. Gut. Habe ich dann hier alles in diesem Raum? Dann, gehe ich wieder zurück. So, Hebel. Was krieg ich? Ein Äste. Äste. Okay, Äste. Alles klar. Was wollte ich jetzt noch machen? Dann habe ich noch das Ziffernblatt. Das passt bestimmt jetzt hier rein. So kann die Uhr die Zeit nicht anzeigen. Nee. Mit den Ästen vielleicht? Nee. Fehlt mir also auch noch was. Dann könnten wir diesen Statuen-Dings vervollständigen. Und der Kopf. Das hat sich jetzt getan. Ist das jetzt offen? Ah, okay. Gut. I was bestowed to Isabella, the first Red Riding Hood sister, for saving Snow White's son from a vicious wolf attack. An hour ago, mist wolves entered through a hidden portal and overwhelmed the sisters. The wolves are commanded by the fearsome Wolf Queen. She has taken the sisters into the fabled Mist Kingdom, where they await their tale.
There is a way to stop the Wolf Queen. But you cannot do it without help. Talk to Ruth. You must venture into the Mist Kingdom and save the sisters. Voll cool. Ich finde das toll gemacht, so mit dem Spiegel und so. Ich finde die ganze Geschichte hier auch cool. Der Spiegel der Wahrheit ist ein kraftvolles Relikt, das in die Vergangenheit blicken und mit großer Genauigkeit die Zukunft vorhersagen kann. Sieht aus wie eine kleine Büste eines Rotkäppchens aus. In diesem Sockel befindet sich eine interessante medaillenförmige Vertiefung. Das ist wieder so ein... Nee, das ist der Reißzahn. Was ist noch? Auf diesem großen Tisch haben die Schwestern wahrscheinlich Sitzungen abgehalten. Ein Porträt zweier Schwestern wurde an die Wand gemalt. Noch was? Ein Pfeil? Sieh nur, da ist ein Buch mit dem Titel Rotkäppchen, die wahre Geschichte hinter der Legende. Schade, dass es solche Bücher nicht gibt, so über Märchen, so... wie das Märchen wirklich war. Oh, das war ein Chamäleon-Objekt. Und gerade mal erst das zweite. Und ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Eigentlich müsste es überall in jedem Bild eins geben. Und ich habe gerade mal zwei. Also, ich werde aus den Chamäleon-Objekten diesmal nicht so schlau. Ich wüsste gar nicht, wo ich hier eins finde. Könnte ich lange suchen. Oder auch hier. Geben wir dem Wolf mal seinen anderen Zahn. Und fängt er an zu leuchten. Kommt ein neuer Wolf raus. Was haben wir hier? Elegantes Schwert. Die Schwachstellen der Nebelwölfe sind an diesem Modell eingezeichnet. Oh, fies irgendwie. Ich soll den jetzt aber nicht abschießen oder so. Was macht man jetzt mit dem... Ja, die sind wahrscheinlich einfach nur da, um dass die Rotkäppchen lernen, wo sie hinschießen sollen. Ist aber trotzdem irgendwie bitter. Okay. Chamäleon-Objekt, keine Ahnung. Ich übersehe sie diesmal alle. Was soll's. Braucht die hier vielleicht noch einen Pfeil und... Blablabla, bla, bla, nö. Ach, ich kann jetzt hier auch wieder runter. Ja. Vielleicht muss ich da auch was tun dann. Passt jetzt hier die Erdkugel oder so rein? Nee. Nee, ich brauche mal einen Hinweis, wo ich hin soll. Nicht richtig, nee. Einen noch weiter und wohin? Da lang? Nö. Ah, hier kann ich was tun. Pfeil, Schwert. Jetzt ist die Tür nämlich offen. Und schon sind wir in Kapitel 2. Das ging ja fix. Detective, the only way we can save the sisters is to venture into the Mist Kingdom. The kingdom will only appear beyond the lake on a night with a full moon. With your moonstone, this ancient device can trigger one such night. Find the magical orbs needed to complete this device, Detective. I'll wait for you here. Sehr gut. Okay. Die Legende besagt, dass die Mondgöttin den Menschen Mondsteine schenkte. Das sind Juwelen, die die Nacht verlängern und das sengende Tageslicht hinausschieben. Aha. In diesen Büchern geht es hauptsächlich um Kampftechniken und Strategien. Was habe ich hier? Und ein Mond. Und hier kann ich vielleicht die Erdkugel reintun. In die Mitte natürlich. Mondgöttin eine. Nein, kann ich nicht. Vielleicht das grüne Auge? Mondstein?
Ruth sagt mir, dass die Bindung der Mondsteine die Nacht zunehmend verlängern wird. Beim Anblick dieser Vorrichtung scheint mir, als wären die Mondsteine bereits gebunden. Warum kann ich den Mondstein dann nicht dazu tun? Weiß ich nicht. Geht alles nicht. Und die rote Kugel habe ich ja daher. Wenn der Mondstein in diesem Steckplatz platziert wird, erhält die Vorrichtung magische Kraft. Na gut. Aber wo ist denn die... Wo denn? Hier, Mondstein. Ach, geht jetzt. Okay, jetzt kriegt das Ding Kraft und jetzt funktioniert das andere auch, oder? Was jetzt? Da fehlt eine metallische Scheibe. Vielleicht die da? Oder das Medaillon? Aber das habe ich auch hier erst eingesammelt gehabt. Von daher... It is said that when all seven moonstones are joined, the world will fall into eternal darkness. The mist wolves would then run. Ja, aber ist das jetzt gut oder schlecht? So eigentlich schlecht. Warum machen wir das? Weiß ich nicht. Oh, jetzt dampft das hier aber auch raus. Aus den Sachen. Ach so, ja, ich müsste vielleicht auch mal einen Schnitt machen. Ich merke das immer nicht. Sehr, sehr schön hier. Du kannst nur schwach was ausmalen. Okay, gut. Ja, ich wimmel dann mal beim nächsten Mal weiter hier und mal gucken, was sich dann hinter dem Wasserfall verbirgt. Ich finde es bisher ziemlich cool. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Part. Tschüss.